Es herrschte Festtagsstimmung. Mehr als 4000 Gäste feierten am Fuße des Hauser Kaibling ein Familienfest mit vielen Höhepunkten. Es war das 11. steirische Almlammfest in Haus im Ennstal. Die Marktmusik Heiligenkreuz am Wasen gestaltete den Auftakt des strahlenden Festtages mit offizieller Eröffnung und der Krönung der Wollkönigin Freier Maria Zeiler. Der zünftige Frühschoppen stimmte perfekt auf den herrlichen Tag im Zeichen der Natürlichkeit ein. Die ökologische Landschaftspflege der Schafe am Skiberg ist eine Erfolgsgeschichte zwischen dem Almlammprojekt mit dem Skiberghauser Kaibling, das eindrucksvoll beweist, wie wohlüberlegter Tourismus und nachhaltige Landschaftspflege miteinander Hand in Hand gehen. Ja, ich sage immer, im Winter haben wir über 10 Pistenbullis, was für die schönsten Pistensorten. Und im Sommer haben wir unsere 800 Schafe, die was tagtäglich im Sommer auf Sommerfrische am Hauser Kaibling sind. Und das ist deshalb wichtig, weil die Schafe die richtige Gewichtsklasse haben und den Boden dementsprechend auch befestigen, aber natürlich auch das Mulchen und dementsprechend aus der Düngen, was sehr, sehr wichtig ist für uns, dass unsere schönsten Pisten auch im Sommer sehr gut gepflegt sind. Für die Gäste des Almlammfestes ist es immer wieder ein erhebender Anblick, wenn Schäfer Franz Seklener und sein Hütehund Jim die Herde von 800 Schafen und Lämmern mit Geduld und Liebe den Zielhang der Fissabfahrt direkt ins Festgelände hinab begleiten. Die tiefe Verbundenheit, die Franz Seklener seinen Schafen und der damit verbundenen Arbeit entgegenbringt, ist spürbar. Man sollte die Kulturlandschaft erhalten und das ist ein tolles Projekt und ich bin da in Ennstal am Hauser Kaibling sehr zufrieden. Das war immer mein Wunschtraum. Mit dem Einzug der Schafe eröffnete sich für Gäste und Einheimische ein vielfältiges Tagesprogramm. Genießen und gustieren lautete die Devise. Ob das abwechslungsreiche Kinderprogramm von Schminken bis zum Ponyreiten oder die herrlichen Köstlichkeiten rund um das Ennstal-Lamm. Walter Schmiedhofer, Organisator und Triebfeder des Almlamm-Projektes, zeigte sich froh und glücklich über eine so gelungene Veranstaltung. Für mich ist es wichtig, dass viele Besucher kommen, das sehen, was wir machen. Und das ist, bestätigt uns, dass wir am richtigen Weg sind. Musikalisch umrahmt wurde der Tag von den Schofeichtkugelboschern aus Wörschach. Und dass die Welt jenem gehört, der sie genießt, konnte beim Almlammfest allen Gästen und Besuchern eindrucksvoll bewiesen werden. Es sind eben diese großen Feste eine tolle Werbung für Region, natürlich ganz im Speziellen für unsere Marktgemeinde Haus und auch für den Hauser Kaibling. Man glaubt ja immer, dass Winterdestinationen im Sommer nicht unbedingt sehr viel hergeben. Wir haben touristisch im Sommer derartig aufgeholt, dass wir schon fast im Sommer gleich viele Gäste da haben wie im Winter. Und das macht uns stolz, das ist gut für uns, das ist gut für unsere Wirtschaft. Und so haben wir alle miteinander ein sehr, sehr gutes Leben in unserem Ort Haus im Ennstal. Ein echter Höhepunkt für alle Liebhaber der motorisierten Agrarwirtschaft war die Lindner Traktorenausstellung. Neueste Modelle begeisterten große und kleine Fans der Kraftpakete auf 4 Rädern. Um 14 Uhr schließlich fand einmal mehr das Hauser Kaibling Schafrennen statt. 20 Schafe starteten in 5 Gruppen. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich schließlich fürs Finale. Besucher konnten bereits im Vorfeld auf das Siegerschaf setzen und wertvolle Preise gewinnen. Das Almlammfest macht einfach Spaß. Cool, was denn mit der Jugend ist, weil da werden mehr und es sind Einheimische da und Gäste da und das Wetter ist halt super und nein, es ist echt cool. Na, wo ist eine super Veranstaltung? Haben es gut gemacht. Besucher und Gäste erhielten wertvolle Einblicke in die Arbeit der Schafbauern
und genossen einen Tag ganz im Zeichen der Natur und ihrer Vielfalt. Ja, wenn ich vorher erwähnt habe, Fest der Gemeinschaft, so sind eben sehr viele Verantwortliche, die dieses Fest mittragen. Die Marktgemeinde Haus im Ennstal, Hauser Keibling Bergbahnen, die Landjugend, der Schaf- und Ziegenzuchtverband. Und ich denke, mit dem Almlammfest ist eben die Botschaft verbunden, dass die Kulturlandschaft, die Almwirtschaft auch in Zukunft erhalten bleibt und hier in der Verknüpfung und in der Verbindung mit unserem Tourismus. Und ich denke, hier sind wir auf einem guten Weg. Das Almlamm-Projekt wurde als EU-LEADER-Projekt gestartet. Es vernetzt die Interessen von Kooperationspartnern aus verschiedenen Wirtschafts- und Lebensbereichen. Im Fokus steht ein qualitativ hochwertiges Produkt, das Ennstal-Lamm. Landesrat Johann Seitinger zeigte sich stolz über seine Schafbauern und die wertvolle Arbeit, die sie leisten. Also ich kann mich immer nur wieder freuen, wenn ich da heraufkomme zu diesem Almlammfest. Nicht nur, weil sich so viele Bauern anstrengen, hier im Ennstal diese wunderschöne Landschaft mit ihren Schafen zu pflegen, sondern weil diese Festgemeinschaft hier eine so starke ist. Rund um den Walter Schmidhof, um den Bürgermeister, die Bergbauern, alle halten hier zusammen, dass dieses Fest etwas Anständiges wird. Und ich glaube, ein normaler Bürger in unserem Staate ist auch stolz auf die Bauern. Ohne sie gibt es in deinem Land keine so gepflegte Landschaft und schon in keinem Fall eine so hohe Lebensqualität, wie wir sie vorfinden. Der Mensch ist Teil der Natur und nur mit ihr zu leben, bringt ihn in Einklang mit ihr. Mit dem Almlammfest und dem Almlamm-Projekt wird in gutem Miteinander ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt, in unsere Zukunft.